So Leute, Hallihallöle wieder beim 2Gamers-Channel. Wir haben den Server gewechselt und es ist jetzt heller als vorher. Und der Server läuft auch flüssiger, beziehungsweise habe ich auch eine höhere Framerate von Fraps. Lag irgendwie am Server, keine Ahnung wieso. Ja, Basti und ich haben uns ausgemacht, dass wir uns in Sonichi dann jetzt vielleicht gleich nochmal treffen. Basti, kannst du dann nochmal in Sonichi gucken wegen dem Truck, ob da vielleicht einer steht? Du bist gerade sauleise. Entschuldigung. Und so. Ich bin schon dabei. Und es steht kein Truck da. Scheiße. Ich kann ja nochmal in Sonichi gucken, aber erstmal gehe ich jetzt in die Lagerhalle. Wir haben den Server gewechselt, dann müsste jetzt ja eigentlich theoretisch anderes Zeug drin liegen. Oder ich hoffe mal, dass da irgendwie sowas Praktisches wie eine Axt rumliegt. In Kamishovo, ja Kamishovo heißt das Ding, besteht nämlich auch die Chance, dass da ein Van spawnt. Hey, guck mal, noch eine Bierleiche. Die ganzen Bierleichen heutzutage, die sind echt nervig. Willst du mich verarschen? Ja. Da steht einer genau vorm Eingang von diesem Wachhaus. Der geht da nicht weg. Der ist Wache. Extra für mich haben die den da hingestellt. Das ist doch Hackerei. Vor allem Ragnar hat 141 Tote. Also 141 Leute gekillt. Wer? Warte, ich guck nochmal. Er hat 41 Punkte. Achso, ich dachte, das sind Tote. Also, gekillt. Ne, ja, das sind einfach was Punkte, die bei der Set anhand der Ausrüstung ausgemessen haben. Ah. So, da steht immer noch der Türsteher. Jetzt, ja klar, jetzt geht er ins Haus rein. Jetzt, wo ich von der anderen Seite kommen will. Verarsch mich doch. Du suchst ja auch immer wohl eine andere Seite aus, wo du richtig kommst. Ja. Ja. Das ist Standard. Ja, jetzt kommt er da raus. Nein, jetzt hat er mich auch noch gesehen. Scheiße. Okay. Ey, jetzt hat er wieder angehalten. Willst du mich verarschen? Scheiß Vieh. Also hat er mich jetzt nicht weiter gesehen. Egal. Sehe gerade. Backt ein bisschen rum, denn. Spiel backt rum. Beziehungsweise mein Charakter, Save, hat backt rum. Weil ich nämlich plötzlich nur 11.322 Leben hatte und letztes Mal waren es unter 10.000. Ist auch eigentlich gut. Ja, ist es auch. Ich meine, ich habe bloß festgestellt, dass es ein Bug ist. Guter Bug, ausnahmsweise. Nee. Dad, willst du mich verarschen? Ja. Jetzt steht er an der anderen Tür rum. Der hat dich ganz da lieb, merkst du? Alter, das gibt's doch nicht. Wie schon gesagt, der hat dich ganz da lieb. Also wenn ich jetzt zur anderen Tür wieder rüber gehe und der dann auch wieder mit rüberkommt, dann ist das definitiv ein gehackter Server. Nee, kein gehackter Server, aber das ist ein Zombie, der mich verarschen will. Gehackter Zombie. Also, der Zombie spielt einen Spieler, aber. Genau. Der hat sich diese. Der sieht sich eigentlich. Oh, nee. Da liegt eine Spielerleiche. Wieso auch nicht? Warte. Der läuft wieder? Das ist eine Banditenleiche. Jetzt lief er wieder. Das willst du jetzt nicht glauben, da liegt gerade wirklich eine Banditenleiche. Was hat er alles drin? Ich komme nicht ran, weil gerade zwei Zombies daneben laufen. So, der Zombie hat sich jetzt von der Tür ein Stückchen entfernt, aber steht immer noch an der Wand. Jetzt torkelt er wieder zurück zu der anderen Tür. Jetzt geht er ins Haus rein. Willst du mich verarschen, Alter? Ah, das ist ein Anfänger, aber der hat Banditenkleidung an. Das bedeutet also, der Typ hat schon mal was getan. Was ganz Böses. Geil, ja. Du hast wahrscheinlich auch gerade richtig doll rumgeleckt, denn meine Framerate war gerade für eine Sekunde auf Null. Aha. Der steht wieder an der anderen Tür, also das glaubst du mir nicht. Der steht tatsächlich an der anderen Tür jetzt. Und da. Nichts. Ja. Alter, Mann! Das leckt schon wieder jetzt rum. Und der Zombie. Na. Klar, der Zombie geht wieder zur anderen Türseite. Das ist doch. Kriechen? Ah. Ja, rab den nicht so. Das ist sein Bruder übrigens wieder, für die Leute, die ihn nicht hören.
ist das zu lachen? Ja. Okay. Jetzt ist er auch noch zum Kriegszombie mutiert. Alter Mann, die Framerate, Junge. Die bricht mir gerade dauernd zusammen. Jetzt habe ich wieder eine von 18. 15. Das ist mir jetzt scheißegal, ich stehe jetzt auf dem Render rein. Und was finden wir? Gar nichts. Aber auch kein Zombie mehr. Paranormal Activity, aber sowas von. Ein Fall für Akte X. Jetzt gucken wir mal nach dem Ben. Nee, eine Ente. Ente, 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 Ente. Es haut mich. Na gut, aber sagen wir so, eine positive Sache gibt's. Toter. Die Framerate bricht jetzt erstmal nicht zusammen, wie es aussieht. Ich schraube ich gleich aus. Hier liegt den Haufen Autogas rum. Ah Mann, die ist wieder zusammengebrochen. Das gibt's doch nicht. Zwei Bilder pro Sekunde, Mann. Wow. Die Aufnahme ist so zum Kotzen. Ich hab ein Bild pro Sekunde. Genau, so, Basti ist jetzt gestorben und wir machen hier gerade weiter. Die Framerate ist wieder halbwegs in Ordnung. Es hat nochmal ganz kurz geleckt, als wir die Aufnahme jetzt gestartet haben, aber danach ging es wieder. Wir haben jetzt eine Framerate von 40. Und es leckt trotzdem nochmal. Verarscht mich doch, Alter. Wieso bricht diese verfickte Framerate dauernd zusammen? Ich hab keine Ahnung. Das kann doch nicht an der Grafik liegen, da habe ich auf Medium geschraubt. So Leute, wir nehmen wieder auf. Ich habe mal die Grafik ein bisschen runtergeschraubt und Scheiße. Ja. Jetzt geht's wieder. Jetzt ist die Framerate wieder oben, jetzt wieder unten. Also die spackt gerade ganz schön. Wir wollen jetzt nochmal tanken. Da so ein Ding hier habe ich gerade gefunden. So ein Kanister. Dadam. So, und dann. Wird Zeit, dass du langsam hier hoppst. Refuel, warum? Nee, reicht leicht beschäftigt. Mit was? Zombies. Naja. Ich gucke jetzt erstmal, dass ich hier noch ein bisschen Vorräte kriege. Ich habe gar nichts mehr. Oh, fuck. Ein Zombie. Ach, den habe ich noch so rechtzeitig erwischt. Ach, fuck, ich blute. Scheiße. Hast du schon wieder deine Tage? Ja. Volle Drohne. Auf die Blut, so war ich eigentlich. Kann man die Kanister eigentlich nachfüllen? Wie es aussieht, geht das? Ich habe gerade zwei leere Kanister dabei. Kann man. An Tankstellen, wa? Von Autos, ja. Ach, von Autos. Ja, von Autos auch. So, jetzt rückwärts ausparken. Eine Schwierigkeit miep, für sich. Miep. Ja, ich weiß nicht, soll ich nochmal nach Zonichi zurückfahren und dann volltanken oder wie? Nee, da verbrauchst du dann nachher auch Resistenz Benzin, wenn du jetzt nochmal zurückfährst und wo du auch kannst. Naja, ich weiß noch nicht, wo hier nochmal die nächste Tankstelle ist. Ich kenne nur die da oben in Sonichi. Kann man an der Tankstelle eigentlich das Zeug anzapfen? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, man kann das bestimmt wie bei so einem Brunnen machen. Wow, fuck. Meine Framerate geht gerade voll in den Arsch wieder. Hey, da ist ein Zombie bei uns auf dem Lastwagen drauf. Yeah. Oh, nee, ist, oder? Ich weiß, wo er saß. Ich muss die Aufnahme ausmachen. Oder? Nee, jetzt geht's wieder. Wo saß er denn? Auf dem Schornstein. Ganz oben drauf. Da hat übrigens ein, na, sag mal. Grafikfehler. Der hat so ein Schallgedämpfte Scharfschützen gesehen. Ach
Scheiße, das ist natürlich wirklich sau ärgerlich. Also, wenn da jetzt wirklich einer mit einem schallgedämpften, mit einer schallgedämpften Knarre in Ding sitzt, in Elektro, dann komme ich da bestimmt nicht hin. Dann fährst du durch Elektro und dann nach Tscherno. Du bist in Tscherno? Nee. Ich habe jetzt mal kurz den Motor ausgemacht. Wo bist du? Wo spawnst du? Ich bin gerade am gucken. Komarovo. Da war ich doch gerade. Fahr mal zurück zum Leuchtturm. Wie zurück zum Leuchtturm? Ja, bist du an den Leuchtturm dabei beigekommen? Nee, Kamishovo kenne ich nur. Ey, da steht Fahrer. Jetzt ernsthaft? Ja. Ach, da bist du. Ich weiß, wo du bist. Ach du Scheiße, da muss ich ja weit fahren. Wieso? Ich kann mit dem Fahrrad entgegen. Ich kann das Fahrrad nicht nehmen. Kannst du. Du schaffst das, Basti. Scheiß Fahrrad. Nein, das geht nicht. Es muss gehen. Da war's kurz. Kamarovo. Da würde ich eigentlich lieber Inland fahren. Ich guck mal kurz auf die Karte. Ring, ring. Ach komm, ich fahre jetzt einfach durch. Obwohl, ich habe echt saudolle Schiss, echt. Ich habe echt dolle Schiss, dass mir dann nachher der Sprit ausgeht. Oder ich dann so rumlegge und dann voll gegen so ein Autobretter. Also ich schaffe gerade nicht mehr als 70. Komarovo, liegt das zwischen Tscherno und Elektro? Nein, das liegt genau bei Kamenka. Ja. Also da den Leuchtturm, der liegt zwischen Komarovo und Kamenka. Genau dazwischen in der Mitte. Jo, es leckt gerade. Ich mach mal die Aufnahme aus, bis gleich, bis wir aus Elektro raus sind. Tschüss. So Leute, Aufnahme nochmal angemacht. Wir sind jetzt gerade in Elektro und fahren auf den Gleisen entlang. Mit einem Lastwagen. Ich kann wirklich nur hoffen, ja, dass ihr nicht irgendwie ich lache, wieder... ich lache, wenn wir uns gleich treffen und übelst der frontal zusammen. Kommt doch cool. Es wäre natürlich geil, wenn hier ein Motorblock ist, weil der bringt nicht so viel Leistung, weil er jetzt irgendwie im roten Bereich ist. Es ist ein Motor drinne, aber naja. Grafikfehler lässt grüßen. Warum? Ich hab schon wieder diesen schönen Grafikfehler. Cool. Ja, aber auf jeden Fall ein Elektro halte ich nicht an. Auch nicht, wenn ich zwei, drei Spritkanister finden würde. Weil, scheiße, hier sind Zombies, hier ist ein Spieler in der Nähe. Scheiße. Das ist echt dolle schlecht. Was denn? Hast du super Grafik? Ich hinterlasse hier übelste Staubwolke. Du hörst Schüsse. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Ah ja, Kira macht Geld. Da ist eine Tankstelle. Ich glaube, da kann man das Ding vielleicht wieder auffüllen, die Kanisters. Die Kanisters. Abknallt. Es wird dieser AJ sein, der da oben. Scheiße, nee, es geht nicht. Die Kanister kannst nicht nachfüllen. Ja, versuch was wert. Scheiße, rennt schon über Zombies wie die Blöden. Scheiße, kein weiterer Kanister. Na, ich renn vor Zombies weg. Da. Vielleicht kann man die auch gar nicht an so einer Tankstelle auffüllen. Wer weiß. Weg hier. Was meint ihr, als ich versuche, meine alte Ausrüstung leer zu beschaffen? Die liegt aber in Elektro, ne? Da fahre ich nicht nochmal rein. Oder da fahre ich nur durch, da halte ich nicht an. Da darfst du dann in während der Fahrt aussteigen. Danke. Wieso? Kommt doch cool. Okay, hinter mir ist keiner.